Willkommen zu diesem Video. In dem Video geht es darum, dass Epic Games die Empfindlichkeit geändert hat. Jo, wie ihr seht, stört mich das eher weniger. Meine Edits sind nämlich immer noch scheiße. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz. Also, es geht an sich nur. Ich muss auch erstmal eine richtige finden. Ich gebe euch jetzt einfach mal ein paar Tipps für Empfindlichkeit, was ihr da beachten müsst. Also ihr müsst erst mal beachten, wenn ihr normale Settings wie früher haben wollt, müsst ihr das hier so lassen, wie ihr es auch früher hatte. Also ich habe jetzt dieselben Settings wie früher, ich habe die nur ein bisschen hoch gemacht. Halt, dass ich hier Multiplikate für Empfindlichkeit beim Bauen ein bisschen schneller baue als damals. Bearbeiten tue ich immer noch genauso schnell. Das ist halt prinzipiell eigentlich unnötig, das könnt ihr so lassen. Als nächstes müsst ihr das hier einstellen. Müsst ihr auf jeden Fall anmachen, empfehle ich euch. Das hier ist halt eure alte Settings. Einmal horizontal, also links, rechts, und einmal vertikal oben, unten. Also ist halt wie euer früher, was ihr damals hattet, was ihr auf 0, ich hatte meins damals auf 0780 und das andere 0720. Da habe ich das wieder eingestellt. Das hier ist der Boost, den habt ihr. Das ist halt, wenn ihr so macht, nach einer gewissen Zeit kommt dann der Boost. Ich habe den Boost jetzt auf Basic gemacht, also auf No Skin, und auf eine Sekunde gestellt, weil ich nicht will, dass der Boost halt sofort bei mir anfängt, weil das halt schon, also ich finde den Boost persönlich schon scheiße, aber ich wollte halt schon ein bisschen Boost drinnen lassen. So, ich kann ja auch noch mal ein bisschen kurz hoch machen, weil ich arbeite ja auch noch an meinen Settings. Ich empfehle euch aber, den glaube ich nicht so hoch zu machen, weil wie ihr seht, normal, das ist ein Normaldrehen. Jetzt noch mit Boost dreht man sich halt viel schneller. Und das ist halt auch das Problem bei 90-Side. Bei 90-Side der halt durchweg in dieser kreisförmigen Bewegung. Und wenn ihr prinzipiell eine low Sensi habt und das Dolle nach rechts drückt, dann könnt ihr auch irgendwie keine 90-Side, weil ihr dann so komplett eskaliert. Genau, dann kommen wir noch zu den zu dem hier. Das habe ich einfach gelassen wie Noskin, weil das ändert nicht viel. Ich habe das sogar komplett hoch gemacht, das ändert absolut fast gar nichts. Also ihr könnt halt nur ein bisschen das Aim verbessern, verschlechtern. Das hier würde ich auf jeden Fall auf 0 machen. Das hier auf jeden Fall auf 100%. Weil wenn ihr Zielerfassungshilfe relativ low macht, dann habt ihr halt auf 0% halt wie damals Zielerfassungshilfe aus. Oh lol, das war jetzt der Grund, warum ich so schnell war. Auf 0% halt wie damals Zielerfassungshilfe aus. Auf 100 ist halt normal an, wie ihr auch damals hatte. Aber meiner Meinung nach ist es ein bisschen stärker. Oder? Also Editing ist auf jeden Fall schwerer geworden, der Rest auch. Ich muss mich auch erst angewöhnen. Ich weiß nicht, ob ich auch bei meiner alten Sensi wie damals bleibe so. Weil vielleicht merkt ihr ja, dass ich damit jetzt gerade nicht mehr so gut bin. Also vielleicht merkt ihr das. Vielleicht denkt ihr immer noch, ich bin gut. Das war's auch wieder mit dem Video. Ich baue noch kurz. Ach so.
so stimmt, ich wollte nach Aim zeigen kurz, ja. Dafür nehmen wir einfach mal eine Pumpgun. Ja, Muni muss ich erstmal anmachen. Also, so ist halt normal Aim mit Anvisieren. Und so ist halt schon ein bisschen schwieriger zu aimen, weil es halt prinzipiell ein bisschen schneller ist, aber ihr könnt euch ja, ihr könnt es ja langsamer machen. Ihr dürft halt natürlich nicht strugglen. Mit der Scar genau das gleiche. Aber mit Scar visiert man ja sowieso an. Dafür finde ich, ist das Anvisieren aber ein bisschen langsamer geworden. Ich baue jetzt einfach noch kurz. Oder ich könnte auch kurz in eine Runde Spielwiese gehen, obwohl du weißt ja nicht, wie ich mal reinkomme. Okay. Das Handy nicht jedes Mal wertiger. Digga, das ist so komplett los geworden. Muss ich auch noch ein bisschen reinfuchsen, weil ich mache das gerade extremst langsam. Wir müssen ja sehen, wie langsam ich das mache beim Editieren, damit ich keinen Fehler mache. Aber ich finde es halt doch schon ein bisschen cringe. Sieht man das, ja. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.